Citroën hat als erster Hersteller ein Fahrzeug mit der Diesel-Full-Hybrid-Technologie Hybrid 4 auf den Markt gebracht. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Und welchen konkreten Nutzen bringt diese Technologie? Zunächst einmal ein paar Worte zur Technologie an sich. Hybrid 4 ist die Verbindung eines Dieselmotors, eines Elektromotors und einer Batterie. Die Kombination dieser drei Elemente ermöglicht die Energierückgewinnung während der Fahrt sowie die Senkung des Kraftstoffverbrauchs. Aber Hybrid 4 ist noch viel mehr. Die Technologie bietet auch ein völlig neues Fahrgefühl. Mit rein elektrischen Fahrphasen, geräusch- und vibrationslos und mit einer gesteigerten Dynamik, wenn beide Antriebe miteinander kombiniert werden. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie man tagtäglich den größten Nutzen aus dieser Technologie ziehen kann. Der Fahrer verfügt über zwei Informationsquellen, die spezifisch für Hybrid 4 sind. Den Power Meter, der die vom Fahrzeug verbrauchte Leistung, aber auch die von der Batterie zurückgewonnene Energie angibt. Und die zentrale Anzeige, über die der Fahrer zu jedem Zeitpunkt über die Aktivität des Hybrid 4-Systems informiert wird. Insgesamt also eine Spitzentechnologie, die dennoch einfach zu bedienen ist. Das gesamte System arbeitet automatisch und für den Fahrer vollkommen transparent. Im Moment fahre ich mit geringer Geschwindigkeit. Das Fahrzeug wird ausschließlich vom Elektromotor angetrieben. Sobald ich das Gaspedal stärker betätige, übernimmt automatisch der Dieselmotor, der die benötigte Leistung liefert. Das Getriebe wird elektronisch gesteuert. Der Gangwechsel erfolgt unbemerkt, da die Leistung des Elektromotors verwendet wird, um eine Unterbrechung des Drehmoments weitestgehend zu kompensieren. Das Fahrzeug ermöglicht starke Beschleunigungen. Es ist mit einem 163 PS starken Dieselmotor ausgestattet. In bestimmten Situationen verfügt das Fahrzeug dank der Unterstützung durch den Elektromotor über 200 PS. Ein Tipp zur Kraftstoffeinsparung. Bei einem konventionellen Fahrzeug, egal ob Diesel oder Benziner, wird empfohlen, mäßig zu beschleunigen, um den Verbrauch zu begrenzen. Mit Hybrid 4 kann man jedoch eine stärkere Beschleunigung wählen, die den Motor kürzer und effizienter beansprucht. Die Besonderheit von Hybrid 4 ist die Energierückgewinnung bei Bremsvorgängen oder noch präziser in den Verzögerungsphasen. Nimmt man den Fuß vom Gaspedal, bietet das Hybrid 4-Fahrzeug eine Motorbremse, die von größerer Bedeutung ist als bei einem konventionellen Fahrzeug. Es handelt sich hierbei eigentlich nicht um eine Motorbremse im klassischen Sinne, sondern um den Elektromotor, der in diesem Moment wie ein Dynamo funktioniert. Die Batterie wird hierüber wieder aufgeladen. Je öfter Sie die Motorbremse nutzen, umso mehr wird die Batterie aufgeladen und umso mehr Gratisenergie wird gespeichert. Wird der Bremsweg jedoch nicht ausreichend früh eingeleitet, findet eher die klassische Bremse Verwendung. Je mehr Sie die klassische Bremse einsetzen, desto mehr Gratisenergie geht an die Bremsbeläge verloren. Beim Hybrid 4 ist die Motorbremse so wirksam, dass bei vorausschauendem Fahren in den Bremsphasen das klassische Bremspedal fast gar nicht mehr verwendet werden muss. Wenden wir uns nach der Beschleunigung und den Bremsvorgängen nun den stabilen Fahrphasen zu. Genau hier kann die zurückgewonnene und in der Batterie gespeicherte Energie genutzt werden. Wenn die gewünschte Geschwindigkeit, zum Beispiel 50 km pro Stunde, erreicht ist, verringert man ganz automatisch den Druck auf das Gaspedal. Anschließend genügt es, den Fuß auf dem Pedal zu belassen, und zwar so weit, dass die Geschwindigkeit gehalten wird. In diesen Fahrsituationen kann der Elektromotor die Aufgabe des Dieselmotors übernehmen. Bei Geschwindigkeiten unter 70 km/h kann man von den rein elektrischen Fahrphasen ohne Kraftstoffverbrauch profitieren. Und dies auf eine für den Fahrer vollkommen transparente Art und Weise. Wie gesagt, es ist wichtig, die Betätigung des Gaspedals in den stabilen Fahrphasen richtig zu dosieren.
Wenn Sie eine ruckartige Fahrweise mit Beschleunigungs- und Bremsphasen wählen, wird der Dieselmotor oft anspringen und die rein elektrischen Fahrphasen, durch die wir den Verbrauch senken, werden deutlich kürzer. Deshalb sollte man einen defensiven Fahrstil wählen. Dann werden sich lange elektrische Fahrphasen mit phasenweisem Einsatz des Dieselmotors abwechseln. Doch was bedeutet das elektrische Fahren letztlich? Ist es im Alltag von Bedeutung? Hier ein paar Zahlen. Wenn Sie diese empfohlene Fahrweise in der Stadt oder auch im halbstädtischen Bereich anwenden, fahren Sie zu 50% der Zeit und 30% der Strecke rein elektrisch. Anders gesagt, bei einer Tankfüllung sind das 300 Kilometer, die Sie rein elektrisch zurücklegen. 300 Kilometer ohne Geräusche und Vibrationen. Fassen wir noch einmal zusammen. Drei Regeln genügen, um das Hybrid-4-Fahrzeug optimal zu nutzen. Wählen Sie kurze Beschleunigungsphasen, um auf die gewünschte Geschwindigkeit zu kommen. Bremsen Sie rechtzeitig, um eine maximale Menge an elektrischer Energie zurückzugewinnen. Und fahren Sie defensiv, um elektrische Fahrphasen und die Senkung des Kraftstoffverbrauchs zu fördern. In der Praxis bat ich Herrn Leroux, Besitzer eines Citroën DS5 Diesel, eine Strecke mit einem DS5 Hybrid 4 zurückzulegen, ohne ihm etwas zur Fahrweise zu sagen. Beim ersten Zurücklegen dieser Strecke betrug sein Verbrauch 5,6 Liter. Nach einigen Fahrstunden und meinen Erklärungen zur optimalen Fahrweise sank sein Verbrauch auf derselben Strecke auf 4,7 Liter. Er konnte seinen Verbrauch also um fast einen Liter senken, und das bei identischer Durchschnittsgeschwindigkeit. Das war eine sehr aufschlussreiche Erfahrung. Mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Es war eine vollkommen neue Fahrerfahrung für mich. Ich hatte wirklich viel Fahrspaß am Steuer dieses Fahrzeugs. Die Hybrid-4-Technologie ermöglicht es, Leistung, Einfachheit, ein neues Fahrerlebnis und Allradantrieb zu vereinen. In der Tat ist es ein exklusiver Vorteil dieser Technologie, dass das Fahrzeug dank des Elektromotors, der die Hinterräder antreibt, bei Bedarf sofort in ein Allradfahrzeug umgewandelt werden kann. Der Allradmodus ist effizient, steht immer zur Verfügung und vervollständigt die Trümpfe sowie die unübertroffene Vielseitigkeit der Hybrid-4-Fahrzeuge.